Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin in Abducted, gar nicht so leicht auszusprechen. Das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch entführt. In der Vergangenheitsform. Pretaridom. Also irgendjemand wurde entführt. Ja, gucken wir mal. Okay, Beta scheint also noch ein Early Access Spiel auf Steam zu sein. Vielleicht sollte ich mir echt mal langsam angewöhnen, mir wenigstens ganz kurz nochmal die Shop-Seite oder so anzugucken von dem Spiel, bevor ich starte. Aber das ist mir unheimlich, also ganz ehrlich, für mich ist das ein zusätzlicher Reiz, wenn ich ein Spiel wirklich blind betrete. So, nein, ich installiere das einfach bloß, ich mache meine Steam-Bibliothek auf, gucke alles an, was ich unter A habe, was ist neu dazugekommen, wo habe ich noch kein Video zugemacht, zack, runterladen, dann habe ich auf einen Schlag 30 Spiele runtergeladen. Und dann starte ich die nach und nach der Reihe nach, ohne mir einfach mir irgendwas vorher anzugucken. Das finde ich persönlich unheimlich reizvoll, weil mich das halt überrascht. So, was ist das überhaupt? Was ist das für ein Spiel? Was will das von mir? So, was man direkt auf den ersten Blick schon mal ganz toll sieht, ist, dass es mit der neuen Unreal 4 gemacht ist. Das sieht nämlich die Engine. Das sieht nämlich direkt schon mal richtig cool aus. Bin mal gespannt, was das für ein Spiel ist. Ich tippe persönlich bei dem Titel bei der Engine entweder auf ein Adventure oder auf einen Shooter. Gucken wir mal. Kapitel 1 oder was? Since you just woke up, use this space to practice movement. I am here to help. I will do my best. Was ist los, Karte? Gib nicht noch mehr Dosenfutter, du wirst zu fett. Nein, auf den Schreibtisch springen bringt dich auch nicht dichter an eine Dose. Kannst ruhig Schnurre einschleimen, bringt dich aber auch nicht dichter an die Dose. Ja, okay, Schwätz.
Aua, Karte, jetzt langt's aber. Ja, ja, ist gut. Ich hab dich auch gern. Ja, aua, aua, Kralle. Mensch, Alter, ich lasse dich noch die Kralle schneiden. Alter, du bist echt zu schwer. So, jetzt hab ich mal die Katze vom Schreibtisch. Ja, den Kater. Alter, du bist sterilisiert. Das zählt nicht mehr richtig als Kater. Bist neu genug. So. Tja, da sieht man direkt mal spontan den Unterschied eben zwischen einem Spiel, das auf einer Unreal basiert und eins, das auf einer Unity basiert. Also, meine ich nicht böse, einfach nur mal objektiv betrachtet. Boah, das hasse ich aber, wenn das Spiel, wenn man die Kamera dreht, das mag ja richtig sein, aber mir wird da irgendwie flau im Bauch, wenn das so verschwimmt, wenn man sich zu schäst. So hastig oder hektisch bewegt. Hastig, ich habe ein neues Wort davon. Mir schon was hektisch und hastig. Hastig und hektisch. Okay, da geht's offensichtlich nicht weiter. Von der... Von der Art, wie man sich bewegt, von der Tastaturbelegung, ist das eher die klassische... Weise. This skin wants to devour you. I can sense it. I'm not certain how I know that. Perhaps I'm made of the same substance. I can feel its hunger. Ah, das passiert, wenn man da zu dicht dran kommt. Gott, das meint er mit, er fühlt den Hunger. Ob sie das wohl hat? Since you just woke up, use this space to practice movement. I am here to help. I will do my best. Das Flashlight finde ich sehr cool, wenn ich F drück. Netter Anzug, den sie da hat. Übrigens glaube ich, dass das ein Wortspiel sein soll, wenn da steht Hunted. Weil wenn man das ein bisschen verändern, also ein Buchstabe dazu, ein bisschen anders ausspricht, dann könnte man auch Haunted, ja, und das würde dann besessen heißen, während Hunted ja gejagt ist. Könnte ich mir zumindest an der Stelle gut vorstellen, wenn man irgendwo wach wird und hat dann plötzlich so einen Arm. Ja, aber irgendwie das Flashlight, das... This skin wants to devour you. I can sense it. I'm not certain how I am. Perhaps I'm made of the same substance. Ja, aber das Spiel braucht tatsächlich noch ein bisschen Feinschliff, was die Bewegung angeht, finde ich. Hier können wir mal Licht machen. Dann geht's wohl da lang. Da rechts ist ja gesperrt. Checkpoint!
rote Ding sieht feindselig aus. Die Ansicht müssten sie mal vielleicht noch ein bisschen überarbeiten. Dafür, dass er angeblich nicht gut im Raten ist, redet er eigentlich die meiste Zeit. Weil er eigentlich fast immer anfängt mit dem Job, keine Ahnung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Energiebarriere können wir im Moment nicht überwinden. Also mit der momentanen Optik, mit den Lichtern und den Glänzenden und so, glaube ich, könnte das auf Dauer anstrengend werden, so ein Spiel zu spielen. Ich könnte mir sowas richtig cool als VR-Spiel vorstellen, aber jetzt in der aktuellen Optik, glaube ich, müsste ich alle halbe Stunden mal eine Pause machen und meine Augen beruhigen, weil ich glaube, das wäre schon ein bisschen stressig. Ja, alles irgendwie ein bisschen schleimig aus, gell? Durch die extrem glänzenden Oberflächen. Vielleicht muss ich die roten Dinger berühren, damit das Spiel mir sagt, okay, das ist eine Gefahr. Und erst dann geht's weiter. Aber mein natürlicher Reflex wäre eher zu sagen, wir meiden das besser. Ah ja. Die Schrifttafel, wenn ich in so einem Engpass auf den Arm zugreife, verschwindet die Schrift in der Wand. Also wie gesagt, da an dem Spiel muss wirklich noch gearbeitet werden. Da merkt man, dass das noch eine Beta ist. Aber jetzt, Da fehlt also offensichtlich noch ein zweites von diesen besonderen Symbolen, dass ich, Glyphen, die ich brauche offensichtlich, das wird da unten jetzt nicht die eine angezeigt und noch ein leeres Feld daneben. Thank you.
entfernen uns da mal besser ein bisschen. Bis ich mir besser einen Überblick verschaffe. Also ich glaube, wenn ich längere Zeit in der Ansicht spielen müsste, würde ich glaube ich auf die Tastatur reihen. Das wäre glaube ich nichts für mich. Also irgendwo muss noch so eine zweite Glyphe sein. Die sagt, findet diese roten Wächter und dann findest du auch die Glyphe. Ja, soweit so schön. Hier geht's nicht weiter. In der Nacht. Irgendwo muss das ja sein. Wir müssen ja irgendwie da rauskommen und an diesem Energiedings vorbeikommen. Das geht offensichtlich nur, wenn wir die zweite von diesen Glyphen finden. Ah ja, ich weiß, wo es ist. Geht doch.